mal wieder Zeit für einen Food Diary und ich freue mich immer riesig, wenn ihr mir die Rückmeldung gebt, dass ihr meine Rezepte ausprobiert habt und das auch mal so nachgemacht habt. Und ich komme ja immer ganz gerne so nach Hause und koche dann trotzdem noch irgendwas, obwohl ich dann immer so ein bisschen fertig bin, aber ja, mich entspannt das irgendwie. Aber es ist mir halt trotzdem wichtig, dass die Rezepte nicht irgendwie super aufwendig sind, auch wenn es manchmal ein bisschen fancier aussieht, aber dass es halt trotzdem einfach ist und halt gleichzeitig noch sehr gut schmeckt. Ja, und solche Gerichte habe ich euch mal wieder mitgefilmt und hoffe, dass ihr euch ein paar gute Inspirationen mitnehmen könnt. Und ja, die Rezepte dafür findet ihr natürlich immer in der Infobox und dann viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen. Bei uns gibt es heute selbstgemachtes Granola zum Frühstück. Wir sind gerade vom Squash wiedergekommen und haben uns gerade schon eine Mini-Wassermelone geteilt. Und ich habe währenddessen halt das Müsli gebacken. Dafür habe ich einfach Haferflocken zusammengemischt mit so verschiedenen Körnern, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, ein paar Quinoa-Pops und Zimt und dann so eine Mischung aus Wasser und Datteln, weil ich nicht mehr so viel Ahornsirup oder Agavendicksaft da hatte. Und dann habe ich hier noch Banane zugetan, allerdings gefroren, ne, weil wir keine frische mehr hatten. Und dann auch den Rest unseren selbst gepflückten Erdbeeren und ein paar Granatapfelkerne. Und zum Schluss habe ich hier noch Datteln dazu getan zum Müsli, weil die tue ich immer erst so gegen Schluss rein, damit die halt nicht irgendwie verbrennen oder so, genauso mit Rosinen. Aber die waren leider auch nicht mehr da, deswegen finde ich aber trotzdem, dass das sehr lecker geworden ist. Marco hat seine Balkonmöbel zu mir mitgebracht, was mega cool ist, weil jetzt können wir auch bei mir hier ein bisschen schöner draußen sitzen und essen. Und zwar gibt es hier einmal einen gekochten Salat, wie ich ihn ganz gerne nenne. Und zwar haben wir einmal so einen grünen Salat und dann Spinat. Und das Dressing habe ich gemacht aus Kidneybohnen. Da habe ich einfach eine Dose abgewaschen und dann in den Mixer gepackt mit ein bisschen Apfelessig, dann Kürbiskernöl, Salz und Pfeffer und ein bisschen Wasser, damit man mehr davon hat und das ein bisschen flüssiger wird. Und dann habe ich dann oben drauf noch einmal so Ofengemüse gemacht, also Aubergine und Süßkartoffel gebacken mit ein bisschen Paprikapulver und Pfeffer und Salz drauf. Und dann haben wir hier noch ein bisschen extra so frische Tomate und dann ein paar Jalapenos, sogar bei mir, aber nur ein paar. Vielleicht gebe ich auch manche gleich rüber zu Marco. Und dann haben wir noch Frühlingszwiebel und Schnittlauch. Sonderwunsch von Marco. Das war's, glaube ich, schon. Achso, ich habe jetzt hier noch ein paar. Das sind diese leicht vertrocknet aussehenden Basilikumblätter, die auch vertrocknet sind. Ich dachte mir, das ist eigentlich ganz praktisch, da der jetzt tot ist, können wir einfach noch die getrockneten nehmen. Kann man ja eigentlich auch so kaufen. Von daher ist das jetzt unser leckeres Sommerabendessen, was finde ich immer perfekt ist, weil das, wenn das so warm ist, halt nicht so krass auf den Bauch schlägt. Guten Morgen! Hier gibt es heute zwei Arten von Smoothie Bowls. Und zwar ist die hier hinten in grün, einmal für Marco, da ist Spinat drin und dann Banane, Birne, Hanfsamen, Leinsamen und Sojamilch. Ich glaube, das war's. Auf jeden Fall das Topping dafür umso mehr. Achso, Mango. Die ist nämlich auch hier oben drauf. Und dann noch ein paar Amaranth-Pops. Dann Sojajoghurt und crunchy Erdnussbutter und Quinoa-Pops. Dann hier, ich habe die Schoko-Version mit gefrorenen Bananen. Und dann habe ich da halt Kakaopulver reingetan. Auch das, also den gleichen pflanzlichen Drink und dann noch Leinsamen und sowas für die Omega-3-Fettsäuren. Und dann hier das Topping ist auch dasselbe mit Mango und Erdnussbutter. Und ich mag das ja voll gerne, wenn da schön viel Auswahl ist, dass es so eine schöne Kombi aus Crunch und cremig ist. Und das gibt es jetzt hier bei uns zum Sonntagsfrühstück. Richtig süß, Marco hat für uns gekocht. Und es gibt hier so Basmati-Reis mit, also so ein bunter Reis. Und dazu gibt es dann ein, muss ich mal kurz ablesen, Garam Masala Gewürz Curry mit Blumenkohl und Kartoffeln, Tofu, Spinat, Erbsen, Ingwer, Knoblauchzwiebel und das war jetzt freie Schnauze, hieß es. Aber vielleicht kann ich das Rezept auch gerne in die Infobox schreiben, wenn wir es noch zusammenbekommen. Und dazu gibt es dann ein Mango-Minz-Chutney und ich freue mich mega. Ich kam nach Hause und das Essen war fertig. Oh yeah, ich glaube, ich habe mir gerade die perfekte Bowl gemacht. Und zwar gibt es Nice Cream. Ich habe mir hier gefrorene Bananen püriert, zusammen mit Kakaopulver, ein bisschen Soja-Reis-Drink, dann einem frischen Stück Ingwer und dann noch Leinsamen für die Omega-3-Fettsäuren. Und obendrauf kam jetzt hier so ein Swirl aus Mandelmus und dann noch Erdnussbutterstückchen oder Brockeln. Und zwar ist das geröstete Erdnussbutter, also aus gerösteten Erdnüssen. Also ist da noch ein bisschen Crunch drin, das heißt, die ist ein bisschen fester. Und das ist einfach so die perfekte Kombi, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon draußen auf dem Balkon genießen, weil heute echt schönes, warmes Wetter ist. Heute Abend haben wir uns mal an Partei versucht. Ich wollte das schon ewig mal wieder essen, seitdem ich in Thailand war. Das war nämlich so lecker. Und jetzt haben wir hier mal so ein, oder Marco hat ein Rezept rausgesucht. Und ich schreibe euch das gerne in die Infobox oder verlinke euch den Artikel, den Blogartikel. Da haben wir es nämlich her. Und das sind hier einfach solche Reis- oder Glasnudeln. Und dann in der Soße sind Karottenraspeln, Tomate, dann hier angebratener Tofu in Erdnussöl. Dann ist das Ganze noch getoppt mit
Erdnüssen und Frühlingszwiebeln. Haben wir hier an der Seite noch Pak Choi, das ist diese schöne blumenförmige angerichtete. Und dann ist in der Soße noch weiße oder helle und dunkle Sojasauce. Und so weiter weiß ich auch gar nicht mehr gerade. Auf jeden Fall könnt ihr das Rezept gerne nachmachen. Und wir essen es hier schön typisch mit Stäbchen und hoffen mal, dass es schmeckt. Moini! Bei mir gibt es heute ein Ice Cream zum Frühstück. Das ist schön, oder die ist schön lila geworden. Ich habe nämlich ganz viele gefrorene Blaubeeren reingetan. Das finde ich mega lecker. Und sonst sind da halt noch gefrorene Bananen drin, dann ein bisschen Soja-Reisdrink und Leinsamen und dann noch ein paar Hanfsamen. Das habe ich alles zusammengemixt und dann oben als Topping kamen dann hier solche Amaranth-Puffs drauf. Das mag ich ganz gerne, wenn das Topping so ein bisschen crunchy ist. So auch meine Erdnussbutter mit Crunch, Haselnuss, nee, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Hell yeah, es brutzelt und dampft hier noch ziemlich. Wir haben nämlich selbstgemachtes, geschnetzeltes oder Dönerfleisch gemacht. Es gibt heute nämlich Wöhner bei uns und ich habe hier einfach so ein trockenes Sojageschnetzeltes gekauft, was man dann in Gemüsebrühe einmal kocht und das zieht dann sozusagen durch. Und dann hat Marco das in so einer heftigen Marinade jetzt eingelegt mit Sojajoghurt und super vielen Gewürzen. Das ist richtig krass vom Geschmack geworden. Und dann noch Zwiebel und Knoblauch. Und dazu gibt es dann hier als Beilage oder als Füllung noch Eisbergsalat, den habe ich extra frisch gekauft, dann Tomaten, Avocado, Frühlingszwiebel, Gurke und dann hier Weiß in Weiß habe ich einmal so einen Joghurt-Dip gemacht, auch mit Sojajoghurt, dann geraspelter Gurke, Chili, Salz und Pfeffer, Apfelessig und Frühlingszwiebel. Hier habe ich hier einmal heute reduzierten oder aussortierten so einen Feto gekauft, von Typhoon ist der, glaube ich. Sozusagen so ein veganer Feta-Käse, aber aus Tofu, irgendwie fermentiert. Dann haben wir hier einmal so Krautsalat, den liebe ich auch. Und dann das Beste, Marco war heute Morgen extra noch auf dem Wochenmarkt, ganz früh, um frisches Fladenbrot zu kaufen. Und das haben wir hier einmal im Backofen ein bisschen knusprig getoastet, am besten schon vorher aufschneiden, weil danach geht es dann nicht mehr so gut, weil es dann halt so kross ist. Und das wird jetzt hier gefüllt mit den ganzen Köstlichkeiten. Smoothie Bowl Time oder eher Nice Cream, also ein bisschen flüssiger. Ich habe auf jeden Fall gerade ein bisschen Reis-Soja-Drink mit Spinat vermixt und dann kam dazu noch ein Rest Himbeeren und Karo-Pulver für so ein bisschen kakaoigen, schokoladigen Geschmack und dann noch gefrorene Bananen und getoppt das Ganze hier mit meinen Amaranth-Puff. Die mag ich ganz gerne, weil die so ein bisschen knusprig sind, aber halt auch nicht so doll, weil die ja so klitzeklein sind. Auf jeden Fall schmeckt das sehr gut in Kombination mit diesem cremigen, also mit der cremigen Konsistenz. Plus noch hier der Kokosjoghurt, den ich noch irgendwie im Biomarkt, glaube ich, gekauft habe, weil der runtergesetzt war. Und dann habe ich hier noch einen Löffel Erdnussbutter, meiner Meinung nach zu klein, aber so viel war irgendwie nicht mehr da. Und dann habe ich hier noch ein paar Sonnenblumenkerne draufgepackt und das lasse ich mir jetzt zum Frühstück schmecken und bin dann gut gestärkt für den Tag. Bei uns gibt es heute spontan Nudelsalat. Da hatten wir irgendwie Lust drauf und das ist das Einzige, was irgendwie für dieses Wetter angemessen ist. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn es so warm ist, dann will man irgendwie nicht so was Warmes essen. Von daher habe ich jetzt Dinkelnudeln oder irgendwie so Vollkornnudeln gekocht. Und dann habe ich am Ende noch ein paar Tiefkühlerbsen dazu getan. Und dann die Soße habe ich gemacht aus ungesüßten Sojajoghurt, dann ein bisschen Kürbiskernöl und Apfelessig, Salz, Pfeffer. Und dann kamen da jetzt noch rein schwarze Oliven und frische Tomate, dann ein bisschen frischer Schnittlauch und Zwiebel, Frühlingszwiebel. Und hier drüben haben wir noch eine Knoblauchbutter, die jetzt ein bisschen zerschmolzen ist, denn Marco hat sie 5 Sekunden in die Mikrowelle getan. Ja, das ist einfach vegane Margarine. Ich weiß gar nicht, ob die sowieso immer schon vegan ist. Dann ist da halt drin Knoblauch und Frühlingszwiebel, rote Zwiebel, ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dazu gibt es dann knusprig gebackenes Baguettebrot. Ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr so warm, aber die ist ja schon verschmolzen. Bei mir gibt es heute mal eine super freshe Smoothie Bowl hier. Das schmeckt richtig lecker, die Kombination, die ich gerade gemacht habe. Und zwar habe ich da einmal Spinat zusammen gemischt, deswegen auch diese schöne grüne Farbe. Und zwar mit Apfelsaft. Und dann kam da noch ein Stück Ingwer rein und dann noch Zitronenschale. Also Bio-Zitronen nehme ich da immer und dann schneide ich da mal so ein bisschen was von dem, ja, von der gelben Schale ab. Und deswegen ist die halt super schön frisch und fruchtig geworden. Und da kamen dann noch gefrorene Bananen dazu und ein paar Leinsamen. Und hier als Topping habe ich dann einmal so Kokosjoghurt, dann Amaranth nicht, sondern Quinoa-Pops. Das sind hier, die ein bisschen größer sind. Und dann noch ein paar Sesamkerne. Und das lasse ich mir jetzt schmecken mit der Balkontür offen, denn es ist mega schönes Wetter heute und es soll richtig warm werden. Deswegen ist es der perfekte Start in den Tag heute.
Ja, und wie ich immer gerne sage, probiert einfach mal ein bisschen selber aus. Also ich hole mir auch immer ganz gerne Inspiration so von YouTube-Videos oder aus Kochbüchern oder von irgendwelchen Foodblogs oder so und gucke mir halt auch meistens die Bilder an oder irgendwie so die Zutaten so allgemein, aber halt nicht groß die Mengenangaben, sondern versuche am Ende halt meine eigene Kreation draus zu machen. Und ich finde, das ist halt immer super die kreative Arbeit irgendwie. Also das entspannt mich halt mega und ja, macht halt auch einfach mega Spaß. Wenn am Ende halt was Leckeres rauskommt, kann man auch richtig gut stolz sein. Und genau, ich hoffe, ihr macht das auch. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis im nächsten Video. Bye!